Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ups. So, heute soll es um meine Eier gehen. ja, ich muss da immer, ich habe gleich immer 10 Gedanken. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Ich wollte meine Beauty-Eier vorstellen. Nicht alle sind gewaschen. Ich habe ein paar ausprobiert und einfach, ja. Zu diesem Video wollte ich schon letztes Jahr kommen, aber ich kam nicht dazu. Meine Empfehlungen und etwas, wo ihr einfach liegen lassen sollt. Ich habe hier ein paar gesammelt. Ich habe hier noch originale Beauty-Blender, die ich noch nicht benutzt habe, weil sie einfach, weil ich gedacht habe, ich hebe sie mir auf, weil ich habe ein Ei, also ein Beauty-Blender-Ei, was ich super gerne benutze und es ist noch nicht so weit, dass ich es wegschmeiße. Von daher dachte ich, die hebe ich auf, sobald halt eben ein Ei kaputt ist oder ja, aufgebraucht. Ich muss sagen, die Wahl, dass ich einen weißen genommen habe, war total dämlich, nachdem ich den pinken benutzt habe. Er wird niemals ganz, ganz weiß sein. Vermutlich, er wird immer ein bisschen siffig aussehen. Also greift lieber zu dem schwarzen. Und was ich noch sagen möchte, ist, ich habe sie bei Amazon damals für 12 Euro rumgekauft. Ich meine, da lohnt sich das. Ich habe mein Ei jetzt schon mittlerweile 3 oder 4, ja, ich glaube, 2016 habe ich mir das gekauft, fast schon 3 Jahre. Also im Sommer wären es 2019, im Sommer sind es dann 3 Jahre. Und ich meine, für 12 Euro ist das wiederum unschlagbar. Dagegen muss ich sagen, der Real Techniques, davon habe ich schon mittlerweile 5 Stück gehabt. Immer mal wieder bei TK Maxx habe ich mal eins ergattert in Hamburg. Oder finde ich cool, also ist viel weicher als der Beauty Blender, also richtig soft. Die Softbox fällt gleich runter, Xena. Aber ich kann sagen, dass für mich der Preis einfach, ja klar, es sind zwar 6 Euro, aber wenn ich mir überlege, dass ich davon schon 5 nachgekauft habe und vom Beauty Blender nur einen, sozusagen lohnt sich das hier für mich nicht. Deswegen kaufe ich auch keine Real Techniques Eier mehr nach. Ich werde bei Amazon noch die Ember Schwämme testen, die der Maxim so in den Himmel gelobt hat, weil es mich einfach interessiert, eine Alternative, eine günstige Alternative für meinen Verbrauch zu finden. Aber wer halt irgendwas Günstiges schnell kaufen möchte, da ist natürlich das Ei spitze. Ich finde, es geht halt einfach, es geht schnell irgendwie kaputt. Keine Ahnung, woran es liegt. Man quetscht vielleicht die Fingernägel und da hat man einen Cut. Das habe ich beim Beauty Blender nicht. Beim Originalen, wo auch immer jetzt mein... Ah, da. Zum Beispiel, er sieht auch ziemlich versifft aus, muss ich sagen. Aber hier ist nichts. Bis auf einen Cut, aber da bin ich mir nicht sicher, ob da jemand reingeschnitten hat. Bis auf diesen Cut hier, weil... Seht ihr das? Ah. Ja. Auf jeden Fall habe ich schon seit fast... Also 2,5 Jahre habe ich den auf jeden Fall. Und ich, da ist nichts, kein Nagelabdruck, nichts. Ich kann den absolut in den Himmel loben. Er ist zwar nicht mehr ganz so pink, wie er mal war, so richtig Neon. Aber es ist so in Ordnung. Ja. Ist ein richtig fluffiges Ei, mag ich super gerne. Ist ganz, 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 ganz feinporig von der Struktur her. Ja, genau. Dann haben wir noch BH Cosmetic Schwämme und zwar sehen die so aus. Das sind die 3, die ich habe. Das ist, ja, also ich muss sagen, der weicheste ist tatsächlich der schwarze. Auch von der Struktur her sieht er ziemlich feinporig aus. Ja, muss ich sagen, ist schon cool, dass es sowas auch gibt in günstigeren Segment. Ich meine, ich glaube, ich habe um die 3 Euro gekostet. Normalerweise kosten die 5 Euro. 3 Euro ist in Ordnung. Mehr als 3 Euro will ich jetzt nicht für einen einzelnen Schwamm im Normalfall ausgeben, der nicht, wo ich nicht genau weiß, wie er sich anfühlt. Ich muss sagen, in der Drogerie sind sie auch meistens so verpackt, da kann man auch nicht rumreißen und den Schwamm leider anfühlen. Es wäre nicht schlecht, wenn sie ihn einfach mal, ja... offen liegen lassen, damit man einfach ja, es fühlen kann. Ich muss sagen, seitdem ich den paar Mal hier gewaschen habe und auch benutzt habe vom BH Cosmetics, ist er auch besser geworden. Also er ist viel weicher geworden, wie er ankam. Genauso wie auch der pinke und der schwarze war ja auch okay. Ich würde, wenn dann den schwarzen empfehlen oder sogar den lilanen, ich finde die Spitze... Die ist so unpraktisch, die Eier darum, da muss man echt aufpassen, dass man es nicht ins Auge bekommt. Ja, keine Ahnung, also lasst mal lieber die Finger und holt euch lieber was anderes aus der Drogerie. Würde ich einfach so mal ja, behaupten. Dann habe ich
zwei Eier von Make-up Revolution. Das sind diese zwei Eier. Einmal ist es der harte, glaube ich, oder der soft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man den auch im Doppelpack mit einem schwarzen holen. Ich hätte Interesse gehabt an einen schwarzfarbigen, damit er halt einfach nicht so rumsaut. Und das ist der pinke. Ich muss sagen, vom Beauty Blender, ich benutze jetzt einfach mal den Beauty Blender als Demo-Zweck. Man sieht, die Form ist natürlich total anders da. Den kann man wirklich präzise, ich meine, das sind alles trockene Eier, ne? Bis auf einen nassen Kandidaten. Ich muss aber trotzdem sagen, ich sehe keinen großen Unterschied. Ich hatte auch die von Ebelin. Natürlich, die von Ebelin sind hart, wie als würde man echte Eier, gekochte Eier an den Kopf kloppen. Das kann ich euch nicht empfehlen. Aber so die Dupes, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, sind eigentlich nicht so schlecht. Dann kommen wir zu einem Pad, wo ich sehr begeistert bin. Das ist ein flaches Ebelin-Ei. So wird es jedenfalls verkauft, als Schwämmchen von Ebelin. Es kostet an die 1 Euro oder 2,50 Euro und bisher meiner Meinung nach das fluffigste, was es auf dem Markt in der Drogerie zurzeit gibt. Es ist so ultra weich, es passt sich der Haut an, man kann es wirklich präzise, man kann es auch knicken, ne? Und dann hier so arbeiten. Also ich finde dieses Ei ganz, ganz toll und ich kann euch nur anraten, das euch mal anzuschauen. Ihr seht auch den Größenunterschied. Der hier ist wie ein Blotting Paper, also man kann auch sich die Fettschicht einfach vom Gesicht nehmen, dann glänzt man nicht so und hier dann hinterher mit Puder arbeiten oder sowas. Also es sind ganz, ganz tolle, sind wirklich einer meiner Favoriten, die ich einfach auch gerne zu Hause habe oder im Kosmetiktäschchen, kann ich euch absolut ans Herz legen. Dann bleiben wir mal in der Drogerie. Da habe ich noch einen Kandidaten. Und zwar, das ist von Ebelin, ein Sponge. Ich muss sagen, der beste von Ebelin bisher. Also mit dem hier. Die sind wirklich super. Kommt drauf an, was ihr euch einfach, was ihr lieber in der Hand habt. Habt ihr lieber etwas, was griffiger ist, sage ich einfach, was man gut heben kann. Oder habt ihr lieber irgendwas Flaches? Ich meine, das kann ich auch gut heben. Irgendwie kriegt das die Hand doch gut gehändigt, ohne dass man viel drüber nachdenkt. Man hebt das irgendwie, meistens ist ein Finger so unten drunter und ja, es funktioniert trotzdem. Ich meine, das hier ist super zum Baken. Es ist wie ein kleiner Schraubenzieher vom Ding her. Und ich muss sagen, der ist so fluffig und so weiß, aber auch da, irgendwann bröselt er auseinander. Also das habe ich auch schon erlebt gehabt, da musste ich den natürlich austauschen. Aber den kann ich euch absolut ans Herz legen. Dann habe ich noch von Real Techniques, habe ich noch, von Real Techniques habe ich noch zwei kleine Eier, die sind extra dafür da, um unter der Augenpartie zu arbeiten, um ehrlich zu sein, da kommt was aus meinem Ärmel raus. Diese zwei Eier sind so, dass ich, ja, was soll ich euch sagen, es ist so unnütz. Man hat so ein großes Ei, womit man super arbeiten kann, deswegen bleiben die kleinen oftmals liegen. Sie vergrößern sich auch, sie sind auch total weich. Aber ich kann sie euch jetzt nicht speziell empfehlen, außer ihr wollt extra Eier haben, dann ja. Keine extra Wurst, sondern extra Eier. Dann kann ich euch das empfehlen. Huch. Und dann haben wir noch diese drei Kandidaten. Und zwar ist das einmal so ein Diamant. Der kostet an die 10 Euro. Ich habe euch gerade gar nicht die Preise wirklich gesagt. Die von die sind ja von Make-up Revolution. Die kosten um die 5 Euro oder 6 Euro. Das hat tatsächlich 10 Euro gekostet. Und ich habe es aber mit 20% bei Douglas gekauft, weil für 10 Euro, Leute. Weiter geht's mit dem Riesenei. Ich weiß auch nicht, wie ich da stehen geblieben bin. 8 Euro habe ich dafür gezahlt im Endeffekt mit 20%. Aber eigentlich hätte der 10 gekostet. Kann ich euch aber nicht wirklich, ja, weiß ich nicht. Komme nicht so richtig klar mit dieser Handhabung, mit der langen Spitze. Es ist schon schön fluffig und schön weich. Aber ja. Dann diesen Sculpt. Den kann ich euch absolut nicht ans Herz legen. Ich kann den nicht richtig greifen. Ich mache alles mit einem Beauty Blender und auch hier mein Highlight und alles.
Dann haben wir dieses Monsterteil im Vergleich zum kleinen Real Techniques oder zu dem normalen Real Techniques Ei und das Monster Ei. Das ist ja eigentlich fürs Body gedacht. Dann kommen wir nochmal zu diesen Eiern. Ich kann euch das kleine Ei mehr empfehlen als das große, obwohl das große wesentlich robuster ist als das kleine. Aber dadurch, es ist einfach von der Handhabung her, man hat so ein fettes Ei und ja. Also würde ich nicht nochmal nachkaufen, ganz einfach. Dann habe ich hier auch einen Diamant. Ich dachte, der wäre genauso wie der hier. Von der Form her, muss ich sagen, sind die sehr ähnlich. Aber wie ihr erkennen könnt, das ist so Schaumstoff. Das verschenke ich oder weiß ich was. Aber ich kann das absolut nicht empfehlen. Das war so ein für 6 Euro bei TK Maxx geschossen. Echt, kann man abschießen. Es ist so hart und nee. Kann man echt in die Tonne kloppen, während das total fluffig und weich ist, auch schon in seiner eigenen Form. Nein. So, dann habe ich von Echo Tools noch 2 Eier. Die sehen so aus. Auch die gehen gut. Die sind nicht so weich wie der Real Techniques und auch nicht so weich wie der Beauty Blender. Aber vergleichsmäßig auch ein tolles Produkt. Man kann toll einarbeiten, man kann auch tolle Kanten ziehen, ja. Weil es einfach hier so einen schönen, ja, so eine Fläche gibt und es funktioniert ganz, ganz gut. Dann habe ich von Laurena ein Sponge, auch den große Liebe. Ich habe mir damals das Komplettset gekauft mit dem Bürstenpinsel. Und dieses Ei kann ich euch auch empfehlen. Ist total fluffig, robust, ist bisher noch gar kein Schaden entstanden. Alle Eier habe ich schon in der Waschmaschine gewaschen, bis auf den Beauty Blender. Oder den hatte ich auch mitgewaschen. Den hier habe ich nicht mitgewaschen, weil ich mir da nicht so sicher war, ob das 40 Grad aushält, weil das so eine Samtoptik ist. Also große liebe Laurena Sponge. Dann habe ich einmal dieses Ei, das ist von DM. Das ist von Essence aus der, von der Firma Essence. Ich muss sagen, auch der hat schon einiges miterlebt. Und den kann ich euch auch nicht wirklich empfehlen. Also klar, für 2,50 Euro ist immer wieder. Aber wenn man diese Ember Beauty Sponges bestellt und die testet für 12 Euro, das sind 6 Stück drin, dann kommt man genauso hin. Ja, dann sind die Ember sogar günstiger als die hier. Und dann haben wir noch einen Kandidaten. Und zwar, das ist der Juno & Co., glaube ich, heißt der. Den fand ich, ja, am Anfang war ich, toll. Und dann habe ich das mit der Fit Me Super Stay Foundation getestet. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil das einfach so, es sah auf der Haut so draufgedonnert aus, ja. Es sah einfach cakey aus, es sah einfach zu viel aus. Ich möchte einen Beauty Blender benutzen oder ein Schwämmchen benutzen, damit es weniger Produkt auf dem Gesicht ist, so der Überschuss ab. Und bei dem habe ich das Gefühl, der spachtelt nur noch mehr drauf. Man braucht weniger Produkt, ja. Aber er lässt sich, ja, keine Ahnung. Es wird halt immer so viel. Ja. Ich würde euch auch gerne jeden Schwamm einzeln dann in einem separaten Video vorstellen. Also jedes Mal so ein Make-up-Tutorial, sage ich mal, mit einem Ei. Habt ihr Bock drauf? Schreibt es mir gerne. Ich würde es gerne machen. Einfach verschiedene Foundations oder immer dieselbe. Und dann verschiedene Eier einfach ausprobieren, wie gut die sind. Und dann kommen wir zu den 2 letzten Teilen. Das sind einmal diese Kandidaten. Das hier fühlt sich an wie ein Silikonbrust, muss ich echt sagen. Wie so ein. Das gibt es auch in BHs, das hatte ich schon mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich fand den Auftrag schmierig, bis ich das eingeblendet habe. Okay, zum Vermischen oder zum Auftragen von großflächigen Sachen, ja. Zum Verblenden von irgendwas, nein. Außer man möchte vielleicht die Deckkraft hochziehen. Aber 7 Euro einfach in die Tonne zu kloppen, würde ich einfach lassen. Das hatte ich mir zuerst bestellt. Auch das war so ein Teil, ja, es ist nicht so. Lasst einfach das. Damit, es funktioniert nicht so richtig. Ich finde, das ist ein Spaß, ja. Aber ich würde es wirklich euch nicht empfehlen. Meine Empfehlungen basieren sich wirklich eigentlich auf, jetzt sage ich einfach meine Top 5. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Ei übersehen, weil es so bunt auf dem Tisch ist. Das wäre meine Top 5.
Also nicht in der Reihenfolge, aber das wären meine Top 5 Eier aus 2017 und 16 und 15, sage ich mal. Ich habe viele Eier getestet, aber bei dem bin ich kleben geblieben. Das ist einmal von DM, der Sponge. Den gibt es einfach in der Theke von Ebelin. Echt ein tolles Produkt für wenig Geld. Dann haben wir einmal von Make-Up Revolution ein Ei. Auch das sehr zum Empfehlen. Kostet auch 5 Euro. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist zwar nicht ganz so fluffig und weich, aber trotzdem dennoch sehr, sehr tolles Produkt. Wirklich. Und ich mag auch nicht steinharte Eier auf meinem Kopf haben. Und das sind die drei weichesten, also die vier weichesten. Der dagegen ist ein bisschen härter, aber dafür auch robust. Ja, einmal der Laurena Sponge, absolut zu empfehlen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, die Webseite gibt es leider nicht mehr. Müsst ihr mal bei Amazon gucken oder guckt einfach mal, wo ihr denkt. Einfach Laurena eingeben und dann kommt das schon. Und dann haben wir noch den Ebelin Sponge. Den kann ich euch absolut ans Herz legen für 5 Euro. Ich hoffe, den gibt es noch im Standardsortiment. Kann man ganz, ganz toll Produkt mit einarbeiten. Wirklich auch unter den Augen schön arbeiten. Wer mag, kann damit super baken und mit der anderen Seite dann wieder verblenden. Ganz, ganz tolles Produkt. Und dann, ja, den hatte ich ja gerade schon vorgestellt. Und der originale Beauty Blender, aber bei Amazon im Kauf. Denn bei Müller und DM kostet er immer noch 20 Euro, was ich nicht verstehe. Ja. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schreibt doch mir noch gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf ein Video mit einem Ei im Gesicht. Also, dass ich jedes Mal so ein 5-Minuten-Video mache, einfach zeige, mit welchem Ei ich meine Foundation auftrage, wie sich das Ei verändert hat und ja, ob das Hautbild sich damit verändert hat. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben!